Das ist Anna Leisten von der Jungen Alternative, die noch einen Hinweis hat, einen wichtigen Hinweis. Seit heute Morgen im Internet der Bleistift das Symbol des Widerstands geworden, weil sie können zwar unsere Logos, unsere Namen und vieles mehr verbieten, doch unsere Gedanken, die wir vom Kopf durch die Hand auf das Blatt geben, werden sie nicht verbieten können. Und deswegen möchten wir jetzt ein großes Foto machen und das Symbol des Widerstandes mit dem Bleistift, die wir da vorne verteilen, senden und Nancy Faeser zeigen. Hier vor dem Haus, vor Jürgen Elsässer, stehen die Opposition, hier stehen die Oppositionellen mit dem Stift in der Hand und ihr werdet uns nicht tot bekommen. Alle, die jetzt noch keinen Bleistift haben, gerne einmal da vorne anstellen und einen abholen, bitte. Und den Bleistift bitte einfach so halten, dass das Radiergummi-Ding einfach nach oben zeigt. Ja, okay, dann so. Annas Anweisung folgen. Ich bin persönlich jetzt nicht so der spirituelle Typ. Bei mir gibt es nie ein Showprogramm. Was habe ich denn getan? Warum sind Sie den weiten Weg nach Falkensee gefahren? Die Ampel muss weg, bringt uns alle in Not. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Ampel aus, Ampel aus. Was passiert, wenn keiner streikt? Sich aus Angst der Lüge beugt. Es ist die Wahrheit. Und ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich mein ganzes Equipment ins Auto tue, als Zeuge und als direkter Angehöriger vom Herrn Elsässer mitzukommen. Es werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen massive Kosten auf viele Leute zukommen. Martin Sellner hat schon aufgerufen zu spenden. Auf seinem Telegram-Kanal erfahrt ihr die Infos, die ihr braucht, um zu spenden. Die Konten von Kompakt sind tot. Dort bitte auch nicht mehr hinspenden, sondern ja, sich an die Infos von Martin Sellner halten und diese auch befolgen.